Ja, jetzt bin ich am Eingang. Hinter mir ist das Eingangsportal zu diesem Bergbaugarn. Es gibt hier eben gesagt nur diesen Kassenautomaten und es werden stichprobeartig kontrolliert, ob man eine Karte hat oder nicht. Und jetzt, ja, schreite ich durch das Eingangstor hindurch und begebe mich auf den Bergbaugarn. Max unterwegs. Your life. Die erste Station, der Beginn, die Geschichte natürlich des Bergbaugarns. Und ja, tatsächlich gab es hier früher einmal wirklich Bergbau, hat man durch Zufall wiederentdeckt. Und demnach wurden jetzt hier Stollen nachgebaut, um das Ganze wieder erlebbar zu machen. Aller Anfang ist schwer und hier geht es einfach nur ständig den Berg hoch. Aber ich sehe gerade eine Bank. Nein, es ist viel zu nass, um sich hinzusetzen. Wäre sonst aber schön mit dem Ausblick. Allerdings, dass es ein bisschen schade ist, ich sag gerade Ausblick, hinter mir riesen Strommast. Also schon mitten in den Bergen, in der Natur und dann steht so ein Ding vor einem Aussichtspunkt. Ist ein bisschen schade, aber hier in diese Richtung sieht es definitiv besser aus. Der komplette Rundweg umfasst übrigens fast 1 Kilometer Länge und ja, es fängt jetzt gerade mehr an zu regnen und ich bin froh, dass ich jetzt beim Knäpperloch angekommen bin, denn hier geht's rein und ich kann mich ein bisschen unterstellen. Glück auf! Ja, so grüßen wir die Leute, die unseren Stollen besuchen. Glück auf! Dem Bergbau geht sehr gut, da unser Landsherr Maximilian nicht nur ein begeisterter Jäger und Fischer ist, sondern auch die Bergwerke besonders fördert und unterstützt. Aber die Arbeit ruft. Ich muss nun in den tiefen Abbau hinunter, auf das Wasserläufel. Da drunten treten aufgrund der vergangenen Regenfälle reichlich Wässer zu. Und dort ist die Luft schlecht, matt, durch das Geleucht und durch das Atmen der Hauer. Und deshalb nehme ich meinen Kanarienvogel mit. Der zeigt mir an, ob die Luft dort unten noch ausreichend gut ist. Ja, wow, wer hätte es gedacht, richtig cool gemacht, bin ich sehr positiv überrascht. Es ist zwar ein Nachbau, aber der ist wirklich richtig gut gelungen. Und jetzt mal sehen, was draußen das Wetter macht. Ja, das war jetzt der höchste Punkt. Das Knäpperloch ist ganz oben von dem Rundwanderweg. Und jetzt geht es eigentlich nur noch bergab, Gott sei Dank. Und es kommt wohl noch ein anderer Stollen, der ist aber wohl angeblich nicht begehbar. Aber es kommen noch ein paar andere auf jeden Fall nette Punkte, wo man sich hier die Geschichte des Bergbaugarns anschauen kann. Ja, was für eine coole Idee. Hier in dieser kleinen Hütte kann man selber nach Erz suchen. Und hier kann man tatsächlich ja, so Steine zerkleinern, um eben nach Erz zu gucken. Und dazu gibt es hier Schutzbrillen. Sieht bestimmt ganz cool aus. So, und dann darf ich jetzt, boah, ist ja schwer, mit diesem riesen Teil hier, ja, Steine zerkleinern. Einmal Kind sein. Ja, da wackelt die ganze Hütte. Aber macht Spaß. Tatsächlich in den zweiten Stollen kommt man nicht weiter rein als hier bis zu dieser Türe. Das sind ungefähr so 10 bis 15 Meter vielleicht. Der Rest geht leider nur mit Führung. Und ehrlich gesagt frage ich mich, warum das nur mit Führung geht. Denn es geht nur gerade mal 50 Meter weiter. Das ist nicht wirklich viel. Und ja, wegen Sicherheit kann ich verstehen.
aber wegen 50 Meter extra mal eine Führung zu machen, könnte auch relativ schnell langweilig werden, denke ich mir mal. Und ja, deswegen schaue ich mir mal an, was es hier sonst noch so zu erleben gibt. Ja, das ist jetzt hier die letzte Hütte und in dieser Hütte gibt es nichts. Also die ist zu, da gibt es auch nichts drin zum Angucken. Die andere Hütte zuvor, da war es auch einfach nur Sitzmöglichkeit. Und demnach, ja, lässt so dieses Erlebnis ein bisschen dann zum Schluss ein bisschen nach. Also ist schon cool irgendwie für 3 Euro. Es sind auch gar nicht viel und irgendwie kann ich es trotzdem empfehlen, weil es ganz nett ist zwischendurch. Das Highlight oben auf jeden Fall dieser Stollen, den man begehen kann. Der Rest ist ja einfach okay, würde ich jetzt mal sagen. Und der Weg, angegeben knapp einen Kilometer, kommt mir viel, viel kürzer vor. Also wirklich viel, viel kürzer. Das Gelände ist auch relativ klein. Es sieht auf dem Geländeplan relativ groß aus. Aber nein, ist doch recht klein. Eigentlich ganz cool. Andererseits erwartet man vielleicht auch ein bisschen mehr. Das ist so ein Mix irgendwie. Aber auf jeden Fall für 3 Euro kann man auf jeden Fall machen. Und das war's damit für dieses Mal, ja, an diesem regnerischen Tag heute im Oktober. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Würde mich freuen auf ein nächstes Video, wenn du da wieder einschalten würdest bei Max unterwegs. Bis dahin, tschüss und bleib gesund.